Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Ypsilon mit dem Zwergenfürst. Ich weiß, das ist jetzt hier schon der nächste außerplanmäßige Part, aber ja, ich habe letztens in den letzten Wochen ein paar ausfallen lassen, die hole ich jetzt nach. Wie komme ich hier noch lang? Mit Stärke können wir diesen Felsen bewegen. Ein großer Felsen, ein Pokémon könnte ihn vielleicht bewegen. Kommt man irgendwie hier lang? Oder auch nicht? Los, jetzt wieder mal kurz. Wildes Meditieren. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann man irgendwie außen herum um den Berg herumgehen. Ja, da gibt es nämlich eine Leiter. Na klar. Und wir haben da den Kampf gemacht. Ja klar, es ist hier gleich der nächste Kampf. Na klar, wieso? Nicht, wieso nicht? Oh. What? Kein Kampf? Kein Trainerkampf? Oh. Dafür ein fast zu matt. Siehe letzter Wort. Was? Und schon sind wir da. Das war's. Okay. Halt! Nicht so schnell! Wer ist das? Ah, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht's es dir und deinem Routine gut? Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, ein so riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex auszudecken? Da das täglich unmöglich, tatsächlich unmöglich ist, werde ich dein Pokédex mal eben ein wenig ausrüsten. Dem Pokédex von Let's Play Ben wurde der Kalos Küsten-Pokédex hinzugefügt. Ah, jetzt gehen wir auch dort. Pokémon. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tippe ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage. Bon voyage. Wir sind auf Route 8. Und hopsen jetzt hier runter. Da ist ein Item. KP Plus. Das ist meiner Erinnerung nach sehr sinnvoll. Das Item. Oh, knapp am Kampf vorbei. Man kommt hier gut ohne Stärke zurecht. Lässt du flohen. Oh, das ist ein gutes Pokémon. Aber Driftlorn können wir gar nicht gebrauchen. Das Team ist voll. Vielleicht später mal. Oh, wohin guckt er jetzt?
Ah, nicht in die Richtung. Ein Linfu. Chinesisches Kämpfer-Pokémon. Kann Karate. Nee, Kung Fu kann das. Linfu kann Kung Fu. Oh nein, nicht schon wieder. Jedes Mal, wenn du irgendwie durchs große Gras gehst, das nervt irgendwie. Ja, das ist halt zum Spiel, aber irgendwie nervt, dass man da immer durchgeht und dann irgendwie alle zwei Schritte und das Pokémon taucht auf. Okay. Ah, hier geht's lang. Oh nein, hier geht's nicht lang. Aber hier geht's lang. Durchs hohe Gras. Sag mal, haben wir Schutz oder so? Nee, haben wir nicht. Haben wir ja noch gar nicht gekauft. Oh. Steinchen, auf dem man hüpfen kann. Da gibt's etwas zu holen. Blattstein. Oh, den können wir auch gut gebrauchen. Er ist ab in der Alterntasche damit. Gut, dazu sind also die Felsen dort da. Also man, so kann man nicht durch. Da muss man hier ganz kreativ mal ein paar Steine einbauen. Und schon sind wir in Petropia. Hey, Nachbar. Ah, das ist die Kennung. Oh, ich hatte ja an die andere gedacht, aber das hier ist Petropia. Auf der anderen Seite des Städtchens Aquarium, des städtischen Aquariums liegt bereits Rireleveria City. Im Fossilienlabor können wir alles rund um das Thema Fossilien erfahren. Vielleicht lüften wir so auch das Geheimnis, was diese seltsame Steine mit der Mega-Entwicklung zu tun haben. Ja, vielleicht. Ich habe da gerade einen kleinen Flick auf dem Display gesehen. Lass mal machen. Vielleicht sieht es jetzt besser aus. Ja, eine Endauflösung sieht sowieso beschissen aus. Ich brauche einfach eine neue Kamera. Aber ja. Erstmal brauche ich ein gesundes Pokémon-Team. Das war hier mal aufladen. Ja, du sollst mein Pokémon fett machen. Und an dich nehmen. Ding, ding, ding. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist ihr Topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, ja, das werde ich machen. Moment, wir sollten vielleicht noch ein paar Pokébälle kaufen. Die gehen langsam alle. Geld haben wir doch. Kaufen. Na, kaufen wir gleich mal Superbälle. Wie viele habe ich davon? 5. Kaufen wir. 5 von der Sorte. Und 5 von der Sorte. Oh. Kein Geld mehr. So, können wir was verkaufen? Oh, wir haben doch einen Schutz. Nicht Honig. Na, brauchen wir nicht. Hier hast du einen Honig. Warum auch nicht? Gut. Mal gleich das Geld wieder rein. Die ganzen X-Spezials und X-Tempos. Ja. Habe ich nie gebraucht. Werde ich nie gebrauchen. So. Damit klar, was damit passiert. Wird verkauft. Oder verschenkt. Gut. Das hätten wir.
Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Tschüss. Nein, gibt nichts. Ich möchte mich mal in der Stadt umsehen. Hui. Und dabei am Stativ wackeln. Hier ist eine Schule. Eine Trainerschule. Und mein Meerschweinchen Ella kommentiert fleißig. Ja. Bin ich ganz deiner Meinung, Ella. Ein Augenblick. Herzlich willkommen zu künftiger Schulung. Euch führt wohl auch die unwiderstehliche Anziehungskraft der Fossilien hierher. Stimmt's? Ich heiße Serena und das hier ist Let's Play Ben. Nenn mich Zwergfürst. Verzeih, dass wir dich so überrumpeln. Aber weißt du zufällig irgendwas über das Thema Mega-Entwicklung? Oh, hallo. Ihr müsst Professor Platan Chilo sein. Ich habe schon von euch gehört. Ich würde euch gerne helfen, doch ich weiß leider nicht viel über die Mega-Entwicklung. Nur, dass sie irgendwie mit mysteriösen Steinen zu tun hat. Und irgendwie damit in Zusammenhang steht. Da ihr jedoch Schüler des Professors seid, wisst ihr bestimmt einiges über Fossilien, oder? Nö, nicht wirklich. Ach was? Für Schülung von Professor Platan wisst ihr aber ganz schön wenig. Da sagst du was, Ella. Fossilien sind Überreste prähistorischer Pokémon. Wenn ihr mit eigenen Augen welche sehen wollt, solltet ihr aber der Ausgrabungsstelle vorbeischauen. Verstehe. Hier erfahren wir offenbar auch nichts Neues über die Mega-Entwicklung. Moment. Wäre es nicht denkbar, dass Pokémon, die sich aus Profilen zurückverwandeln lassen, etwas mit der Mega-Entwicklung zu tun haben? Wenn ja, dann kann euch der Assistent in der Leuchthöhle bestimmt Auskunft darüber geben. Leuchthöhle? Ein Versuch ist es wert. Wo wir nun schon mal hier sind, können wir auch gleich beim Assistenten vorbeischauen. Was sagst du, Zwergfürst? Wollen wir zur Leuchthöhle aufbrechen? Ja, machen wir. Und ja. Auf zur Leuchthöhle. Ella, jetzt bin ich aber dran mit kommentieren. Das ist jetzt. Ganz mal in deiner Nuckelflasche dort. Ein bisschen sachte beim Kommentieren. So. Ah, mit einem Riemen stampfen wir jetzt hier auf zur Leuchthöhle. Wie im Vorspann. Irgendwas Pokémon erschien. Iguana. Aha. Ja, ist gut. Ella. Ich bin hier der Let's Player. Mach dir deinen eigenen Kanal. Wenn du auch moderieren willst. Neutronaudung. Auf Eugenia. Was für ein komisches Pokémon. Oh, ich glaube, ich kenne das. Ich kenne zumindest die Endentwicklung davon. Okay. Wir hätten einfach fliehen können, aber ja. Juckt nicht. Und wie zerstören wir es jetzt? Mit A. Ja. Ganz richtig.
Noch eins. Das werden wir jetzt aber nicht besiegen. Ein Ganoviel. Let's play, Markus. Im Kampf gegen ein Ganoviel, aber es flieht und ist und das Ganoviel lässt ihn entkommen. So, abgestiegen. Da ist ein kleines Pokéballchen. X-Abwehr. Ah. Können wir gleich wieder verkaufen hier. Dafür hat sich das Absteigen nicht gelohnt. Rückwärts raus aus der Einpark. Ja, wir laufen jetzt rückwärts. Was? Ich war noch schon wieder auf dem Trockenen hier. In der Trockenen trifft nicht auf dem Hippopotas. Hippopotas. Können wir irgendwie fliehen? Du bist entkommen. Ja, das können wir. Mach den Stein kaputt, Rihorn. Damit ich mir auch dieses vermutlich unwichtige Item holen kann. Item-Sammler, Zwergenfürst, Paraheiler. Naja, schon einigermaßen sinnvoller. Aber ja. Ja, jetzt komm. Hab dich mal nicht so. Auf geht's. Oh. Kaputt mach! Da steht ein Trainer, den wir vermutlich gleich bekämpfen müssen. Da stehen mehrere Trainer. Zwei. Ein Backpacker. Oh ne. Bin ich jetzt hier ab? Ah, Gott. So ist das gedacht. Oh, man kann es auch überwinden. Und rein. Hoffentlich ist das die Leuchthöhle. Ja, Leuchthöhle. Oh, mysteriöse Höhle. Wirkt ein bisschen. Da ist ein grünes Ding da nicht. Also, es leuchtet den Weg. Oh, ein Pokémon. Zeigt den wichtigen, richtigen Weg. Los, let's play, Markus. Nitro-Ladung. Ach, wir hätten wieder fliegen können. Ja. Machen wir auch gleich. Rihorn. Das können wir uns rein theoretisch fangen, aber ja, keine Bock. Kein Bock drauf. Wir sind geflogen. Weiter geht's. Durch die mysteriösen Tunnel hier. Und es ist gar nicht so schwer, weil der grüne Diamant markiert den Weg. Grüne Kristall markiert den Weg. Und schon wieder ein Pokémon. Immer markiert durch die schwarzen, dunklen Flecke. Ja. Und wieder ein Rehhorn. Level 17. Ist entkommen. Starke Pokémon hier in der Höhle. Aber gut animiert hier, richtig. Könnte man fast 3D spielen, aber das würde die Kamera hier nicht verkraften. Oh, schon sind wir durch. Oh, da habe ich was gesehen. Wer ist denn das? Nanu. Oh, creepy Musik. Aber, wen haben wir da? Ein neugieriger Trainer, der hier bei uns einfach so herumschlüpft. Hab ich recht?
Jetzt hör mal gut zu, wir gucken vom modischen Team Flair, sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Unser Ziel ist es, dass Team Flair wunschlos glücklich wird und niemand sonst. Uns ist völlig egal, was dabei aus anderen Trainern und Pokémon wird. Verschwinde. Du weißt doch sicher, dass man nicht mit dem Feuer spielen sollte. Nein. Mir hier an dir meinen feinen Zimmer schmutzig zu machen, ist zwar nicht der gepflegte Ort, aber ich räume dich jetzt schon mal aus dem Weg. Los, Hunde, los, da. Lass die Fetzen fliegen. Erste Begegnung mit Team Flair. Herausforderung von Team Flair. Rülpe! Hundeduster von Rülpe. Team Flair wird eingesetzt. Duster. Gegen. Let's play, Markus. Oh ja, wird vermutlich Nitro-Ladung nicht viel nützen. Versuchen wir es mal mit Kratz, Psychstrahl, wäre vielleicht ein bisschen besser. Psychstrahl wäre vielleicht ein bisschen besser als Kratzer, deshalb setzen wir es jetzt ein. Hat keine Wirkung auf den Duster. Und wie ich es kenne, das Nitro-Ladung auch nicht. Deshalb machen wir mal weiter Kratzer. Das ist ja hier eine Kacke. Hat keine Wirkung. Kratzer! Erstes Pokémon besiegt. Erhält EP-Punkte. Poison Ivy erhält das nächste Level. Poison Ivy erlernt Giftpuder. Rüpel von Team Flair setzt Zubat ein. Zubat. Und los. Da kann ich jetzt auch mal Nitro-Ladung einsetzen. Heftigstens. Kabum. Fast alle. Ich brauche noch einen Versuch. Oh oh. Let's Play Markus ist fast alle. Aber er kann noch einmal Nitro-Ladung einsetzen und das Ding alle machen. Zubat wurde besiegt. Deshalb gebe ich meinen Pokémon Spitznamen. Weil das von Team Flair und den Trainern unterscheidet. Ich habe verloren und werde mich jetzt gut gepflegt, kümpfert, krümeln, nichts für ungut. Let's Play Ben gewinnt 720 Pokédollar. Sieh eine an, dafür, dass du noch grün hinter den Ohren bist, gibst du einen tollen Trainer. Aber freue dich bloß nicht zu früh. Schließlich bin ich ja nicht das einzige Mitglied von Team Flair. Es gibt auch noch andere von dieser Sorte. Ja klar, ist Team Flair, aber es hier in der Höhle? Oh nein. Noch mehr die so einen blöden Sprachreflex haben. Team Flair tut, was es will. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und bekommt eine Abreibung. Team Flair Kampf. Oh nein. Schlupplock. Let's Play Markus. Wieder zwei Pokémon. Oh, Kacke. Ich habe jetzt echt keinen Bock darauf. Giftwolke. Let's Play Markus wurde vergiftet. Vielleicht schafft er noch einmal Nitro-Ladung. Was jetzt hier nicht sehr effektiv ist, aber vielleicht ja ein bisschen. Und Let's Play Markus wurde besiegt. Aber wir haben hier noch 5 andere Pokémons. Vielleicht kann ja Christoph helfen. Unser Sherlock. Team Ben kann hier helfen. Ist stärker als du denkst. Team Ben ist stärker.
als viele andere Teams. Wir schaffen es gemeinsam. Auch wenn du es nicht erwartest. Blubber. Wir machen Schlupplock alle. Und auch das nächste Pokémon, was darauf jetzt möglicherweise folgen könnte. Was heißt nur möglicherweise, dass es jetzt auf jeden Fall darauf folgen kommt. Chuck Norris erreicht Level 13. Chuck Norris versucht Verfolgung kennenzulernen. Maximal 4 Attacken. Chuck Norris hat auch 100 Attacken. Chuck Norris braucht keine Attacken. Chuck Norris ist die Attacke. So. Schwerttanz. 1, 2 und 3. Schwupp. Schwerttanz hat Chuck Norris vergessen. Und Verfolgung erlernt Chuck Norris. Christoph wird durch Gift ersetzt. Wen möchtest du weiter kämpfen lassen? Ja. Wen möchtest du? Fritze Blitz! Ja, da hilft vielleicht Aquaknauer sehr. Ein Elektro-Pokémon. Oh, Silberblick. Oh, ich habe Angst. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Er hat einfach mal Silberblick eingesetzt. Mann, ich bin schockiert hier. Silberblick. Oh. Richtig hart hier. Hardcore. Aber irgendwie hilft dir die Aquaknauer auch nicht so wirklich. Naja, schon irgendwie, aber los noch einmal, dann hast du es, Jaula, wow, fast genauso schlimm, Silberblick. Nein, nicht jetzt. Ich habe gerade Besuch von meiner Mom bekommen in meinem Zimmer. Ja, ich werde jetzt aber auch gleich Schluss machen. Justine erreicht Level 16. Peisen Ivy erreicht Level 14. Der Besiegstrüppel von Team Flair. Das war aber nicht nett von dir. Ich bin völlig außer mir. Das reimt sich. Gut, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Oh nein, zwei von der Sorte. Gut, jetzt speichern wir. Ich habe jetzt nicht noch einen Bock auf einen Doppelkampf. Deshalb speichern wir das hier und beenden dann das Ding im nächsten Part. Ja, und ich sag jetzt bis zum nächsten Part. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt, was ihr wollt. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Vielleicht, wie ihr diesen Part gefunden habt. Ja, und Daumen hoch, abonnieren. Ja. Und möge die Macht des Team Flair mit euch sein. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Wie heißt es nochmal? Ja, habe ich vergessen. Tschüss, egal.